Wigbert wurde um 670 in Wessex in England geboren. Er machte sich auf den weiten Weg nach Germanien, um hier zu missionieren. Was bedeutet das für uns in der Wigbert-Schule? Ach, der Neue. Hallo, ich bin der Sören. Hier ist noch ein Platz frei. Hast du heute eigentlich schon was vor? Nee, noch nicht. Wir können ja Eis essen gehen. Ja, gern. Ich bin Wigbert und ich gründete in Hessen und Thüringen Klöster und Klosterschulen. Um 723 bis 724 wurde von Wigbert in Fritzlar, seiner Lieblingsstadt, mit solchen Steinen ein Kloster errichtet. Wigbert war damals schon sehr mutig, da er von eigener Hand Schulen und Klöster errichtete. Mut braucht man für vieles im Leben und das wird den Schülern an der Wigbert-Schule gezeigt. Die Wigbert-Schule wurde 1901 gegründet und nach ihm benannt. Auch die Gründer der Wigbert-Schule hatten den Mut, Neues und Großes zu schaffen. Der Schulname inspiriert die Lehrer, neue und innovative Wege einzuschlagen und gibt den Schülern Mut, wegweisende Entscheidungen zu treffen. In unserer Schule ist ein Gemälde des heiligen Wigbert Altmals. Denn er ist der Namenspatron unserer Schule. Das Bild trägt die Legende, in der es kein Messwein für die Messe gab. Deswegen nahm Wigbert eine Traube und presste sie aus. Daraus entstand Messwein. Nach der Messe grub Wigbert die Traube in den Boden ein. Daraus wuchs ein Weinstock. Die Traube ist ein Symbol dafür, dass auch wir mit der Zeit heranreifen. Wigbert ist ein Vorbild für Sympathie, Menschenfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Wigbert glaubt an seine Fähigkeiten, deswegen erreicht er das Ziel. Wigbert glaubt an Gott und damit auch an Jesus. Wigbert als Lehrer. Wigbert als Lehrer fördert die Schüler, denn durch viel Eifer werden Schüler reifer. Er tröstet bei Niederlagen, sogar wenn Schüler Fünfen geschrieben haben. Er hilft bei Fragen, denn nur durch Sympathie werden die Schüler zum Genie. Wigbert war der erste Lehrer von Hessen, weshalb wir ihn nie vergessen. Auch Menschenfreundlichkeit und Respekt sind ein wichtiger Aspekt.